Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Forza Horizon Multiplayer Special Series. Wir sind auf Fortune Island, spielen ein bisschen im Schnee und natürlich spielen wir dabei Cops vs. Racer Offroad. Und mit dabei heute haben wir Andi, Bluto-Kaskade, Beta-Effekte, Maxi, nur 24 Stunden Racer, Falk, Mr. Exis, Bad Boy, Basil, Dufter und K-Max. Grüßt euch. Hallo. Hallihallo. Hallo. Moin. Hallo. Ja, und ein Feuerwehrmann ist auch dabei. Gut, wir gehen ganz kurz die Racer-Karren der ersten Runde durch. Da haben wir einmal den Lancia 037, dann haben wir den Exo-Seed Offroad oder wie der heißt, keine Ahnung, oder Exo-Z, Exo-X halt. Das ist die X. Punkt. So, dann haben wir noch den Urus Concept mit dabei und dann haben wir noch den Touareg mit seinem fetten V10 Diesel. Nice. Würde ich sagen, die gilt es jetzt zu fangen in der ersten Runde und los geht's. Und sie sind am Stehen und kommen nicht voran. Da-dam, da-dam. Gut, jetzt sind sie aber weg. Wunderbar. Ich spiele heute Cayenne und Pluto spielt heute Cayenne. Und deswegen sind wir heute die Cayennes. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte, weil eigentlich Pluto ist Präsident und deswegen, ja, hau rein. So. Also ein Evo, der ist uns rechts vorne, darf den Norden abdecken. Der Evo links vorne darf jetzt hier so Startgebiet. Dann darf noch ein Evo das Festival und Umgebung ein bisschen übernehmen. Der dritte dann so, ich sag mal Hauptkreuzung, also da, wo die Rehstraße hochkommt. Und dann den Osten und die letzten beiden dürfen sich den Süden aufteilen. Da dürft ihr euch jetzt selber noch ein bisschen aussprechen. Und welches Feuer darf der Feuerwehr-Evo löschen? Das ist eine gute Frage, weil ich zwei habe. Ich habe auch zwei. Ach so. Dann schieben wir die Frage, denn es geht los. Ich würde die Rekreuzung machen. Ich Süden. Das Tolle ist jetzt wirklich, dass hier jetzt Winter ist. Man vermisst ja so ein bisschen diese Schneezeit in Horizon 5. In meinem Zimmer hat es wahrscheinlich so 40, 50 Grad. Aber wenn man das hier so sieht, da kriegt man richtig Spike, du warst ganz vorne. Ich war ganz hinten. Ganz hinten. Okay. Black irgendwas und Exit war ganz vorne. Ah. Ich übernehme den Norden. Okay. Falk und ich machen den Süden. Gut. Ja. Okay. Ich bin ganz bei einem Teil. Ja, fahrt vorbei. Ah, ich sehe gerade, ich habe die Leute noch an. Ausgleich. Schlecht. Einmal gesagt. Ich habe zum Glück keine Race gesehen, sondern nur mit den Leuten vor mir. Dann fahre ich zu. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Eigentlich müssen wir doch durch die Scheinwerferkegel die übelst weit spotten. Lass fahr mal da auf den Schneckenberg und guck mal ins Tal. Ganz gute Idee. Schneckenberg ist doch eh einer. Fällt gerade einer über die Burgbrücke? Nein, dann kommt mir, glaube ich, jetzt gerade irgendwas Großes entgegen. Oh, ich guck vielleicht. Reicht es vielleicht nee, der das Kleine ist der Exo. Die Ex ist hier gerade, fährt östliche Straße Richtung Norden. Oh, die Ex, die ist so anhänglich, ne? Lass die mal loswerden. Auf welcher Höhe? Das ist so ein Gerümpe, ne? Sie ist jetzt Richtung Rehkreuzung unterwegs. Ja, hab sie frontal. Okay, was ist denn der Motor überhaupt? Der ist hinten, glaube ich, bei der Ex. Das ist ein Motor. Hier also irgendwo in den Wald reingeflogen, ich weiß es nicht. In dem Waldgebiet jetzt gleich Rehkreuzung. Vorne. Irgendwo bin ich auch im Wald. Ah ja, ich sehe sie sogar. Boah, hat das schon gleich langsam 30% Motor gekostet. Also sind jetzt quasi auf der Hauptstraße, gleich bei der Hauptkreuzung da, also nördlich vom Reh. Jetzt fährt er da runter, ich warte mal. Fährt er da zurück, also gleich an der Telefonzelle. Ah da, jetzt sehe ich ihn mal wirklich. Ja. Fährt er auch noch den Urus? Bleib dran. Okay. Also, ja, versuch mal dran zu bleiben am Urus. Wir machen mal kurz die Ex. Ja, Kayenz, ich wollte euch vorbeilassen. Ja, alles gut. Lasst uns Frischern spielen. Lass ihn mal da fahren. Es bringt nichts, ihn hier irgendwo wegzudrücken, weil da fliegt dann ins Gelände. Also gucken wir, dass wir gezielte Angriffe auf die feste Stelle machen, bitte. Das war, glaube ich, ein Netzwerk-Gedöns. Wo war denn? Ich hab nur er fährt Richtung, an unserem Spawnpunkt vorbei, fährt dann da geradeaus runter Richtung kleines Dörfchen. Also nach Westen.
Er versucht, na, keine Ahnung, was er versucht. Aua, das ging gegen mich. Ach, glaube ich, ich überhole ihn mal kurz und versuche ihn mal auszubremsen, wenn ich es schaffe. Schaffe ich nicht. Ja, drückt ihn nicht Offroad, es bringt nichts. Wir müssen feste Stelle warten. Selber Offroad. Oder davor fahren und ausbremsen. Er weicht halt Offroad aus. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Wir eskortieren den jetzt einmal ein bisschen. Na ja, gut, er fährt jetzt herunter. Wenn wir es da schaffen, da unten ihn im Dörfchen irgendwo anzupinnen, wäre doch gut. Ja. Oh, was war... Welches Dörfchen? Das war Festival. Das Dörfchen, ja, was jetzt hier kommt. Alles klar, kommt nämlich gleich auf der Urus zu euch. Leck mich flecko funny. Haben wir den gerade ausgeschossen? Ja gut, da geht's halt eigentlich nicht weiter. Wasser. Aber ich glaube, wir lassen ihn hier mal lieber zurück. Das ist ins Wasser. Das gehört eigentlich nicht. Nee, lass ihn mal zurück. Weil das ist eigentlich nicht Spielgebiet. Da wieder hoch. Aber mir leckt's übelst. Tut mir leid, dass ich zuschaue, dass es so laggy ist. Aber die Xbox Series X hat einfach keine Power, dieses moderne Spiel. Wo seid ihr? Wieder nach Norden. Er versucht wirklich, das war in Forza Horizon 4 richtig effektiv. Ganz gut weg. Versucht wirklich, da links ist so eine Schwein, die vorderen Bremsen da rein aus, die anderen fahren nur dran. Wenn es geht. Also ich hab noch ein paar Hits von hinten, lang. Ich weiß gar nicht, ob der noch so viel hat. Nee, das ist nicht schnell, aber. Versuch einfach ihn weiter auszubremsen. Und dann passt es schon. Den nur leider jetzt gerade nicht mehr. Ah, hier, doch. Fährt nach Westen. Ja, okay. Ich geh zum Fest, den will ich reparieren. Bei der Rehstraße? Ich glaube, er kehrt um. Er hupt? Nee, er hupt. Er ist raus. Aber er muss eigentlich Chatfloskel machen. Ja. Ah, ja, okay. Alles klar. Der Urus ist jetzt am Mainland. Denk mal, dass er zu viel Schaden Süden gefressen hat, dass das nichts ausgehalten hat, das Ding. Mainland Richtung Osten, also die große lange Kurve da. Mhm. Er sagt also, mal, ob er auf der Hauptstraße bleibt, weil ich bleib der mal einen Fall entgegen. Mainland, welche Richtung? Jetzt Richtung Norden. Also Richtung Burg quasi. Und jetzt gleich an der Burg. Da ist auch noch irgendwas anderes entgegengekommen. Wir sind jetzt an der Burg vorbei, fahren weiter Richtung, was ist das nächste, Schneckenberg. Bleibt, sag einfach, wenn er auf dieser Straße bleibt. Hauptstraße. Immer noch auf der Hauptstraße. Immer noch sind jetzt gleich an der Dings, da vorne kommt ihr. Sind jetzt an der Abzweigung Richtung Schneckenberg. Hab ihn. Scheiße! Habt ihr ihn? Ja, wir sind kurz vor der. Oh, noch mal einer. Hier rechts ins Haus eventuell. Jetzt einfach zustellen, sonst der. Na, lassen los von jetzt rechts ins Haus. Nee, oder so? Zustellen? Oder zustellen, ja. Einfach hinten dran. Nicht drücken. Nur die vorderen blockieren. Warte, ich fahr davor. Ja. Jetzt noch auf Hauptstraße. Halt an und jetzt hinten dran einfach. Und dann. Ach, schade. Jetzt hinten dran, wenn's geht. Hinten dran, ja, sehr gut. Oh fuck. Ah, ich bin am Vorwärtsgang. Ja, egal, ist okay. Es geht. So? Nicht, ja, eins, nur noch vorstellen, ja, zwei, sehr gut. 3, 4, 5. Ja, Hammer, sehr gut. Das geht nämlich in Horizon 5 gar nicht mehr, sowas. Das ist so schade. Das war eigentlich so eine, ja, mach ich auch gerade schnell. Das war jetzt sehr gut. Also jetzt dann eher so Norden und Süden, kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ich mach mal den Süden, fahr du wieder den Norden, ja, und den normalen Spot ab. Weil wir können ja ein bisschen Offroad gucken. Die Nacht hilft uns gerade schon ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen durch den Süden gefahren. Ich habe den nicht gefunden, den Falk da noch gesehen hatte. Ja, alles gut. Der kam ja auch. Wir müssen uns jetzt eben einfach verteilen, dann sehen wir ja. Und also ihr macht einfach euren normalen Spots und wir Cayennes teilen uns halt einfach gerade schnell auf. Ja. Weil wir können ja ultra schnell überall hinfahren. Ich würde einfach mal Richtung Burg fahren da, oder wo bist du, Beta? Ich bin jetzt gerade ganz im Süden. Okay. Hui. Na, dann würde ich da zwischen... Nein, Sonne, bleib weg! Vielleicht doch mal diese Seerundstraße da fahren. Stimmt, ja. Kann ich da irgendwas spotte? Guck ich mal, dass ich da hinkomme. Nein, der Sonnenaufgang FA4 sieht super gut aus. Ich auch ein FA5, aber sag's keinem. Oh nein! Ja. Ich lieg seitlich. Ich weiß nicht, was ich. Okay, ich glaube, ich würde. Oder? Ja, scheiße. Du wurdest resettet. Ja, wann darf ich mich reparieren? Ab 5% Motor oder mehr. Schön. Oder wenn du aus eigener Kraft dahin fährst. Zum Startpunkt wieder, oder? Nee, zum Festival. Festival. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Hat aber keiner gesehen, deswegen nehme ich auch nicht auf. Ich hab's gesehen. So. Nee, glaube ich nicht. Sorry. Du nimmst aber auch nicht auf. Doch. Nee, finde ich gut.
Bitte löschen, bitte zensieren. Da kommt der Claim rein. Das ist der Landcher. Ich habe ihn nördlich von dem Offroad-Weg, der vom Festivaldörfchen wegführt, hoch in Richtung Spawnpunkt. Also jetzt auf der Straße Richtung Spawnpunkt, da bei dem Blitzer. Oh, aua, ist der Weg. Warum habe ich hier keinen Schaden-Dings jetzt? Aber alles er klar. Ist tierisch schnell. Er ist jetzt gleich am Spawnpunkt, also an unserem Treffpunkt. Ja. Im besten Fall. Wow! Hallo. Das finde ich so geil, das gibt's nur bei Offroad. Wenn so ein Kajen einfach mal von der Seite. Der ist jo, die Haarnadel Richtung nochmal fahren. Runter oder hoch? Runter, also er ist den Sprung nicht gefahren, das habe ich zumindest nicht gesehen, aber er ist in Richtung dieser Kehre gefahren. Jo, hat er schon vorbei? Ging, nee, jetzt gleich ich bei der Kehre. Vor ihm, ja. Er ist in der Kehre gerade. Ah nee, das sind. Nee, doch nicht. Sorry, falsche Ansage. Das war ein oder ist Hauptkreuzung, Hauptkreuzung. Ja, okay. Fährt jetzt über Peter links ab, also jetzt Richtung Osten. Ah, ich werde jetzt nicht über die Pfanne bleiben können, in Karrieren. Ja, ich versuche mal abzukürzen direkt. Ich denke mal, dass er nach Süden wahrscheinlich fährt. Ja, immer noch Richtung Osten, gleich an dem Haus, was da gibt. Und fährt da erstmal weiter. Vielleicht durchs Wasser ist vielleicht nicht so schlau, ne? Ja, ihr wurde doch vor, kann ich dranbleiben. Ich versuche aufzuholen. Geht durch bis zur Brücke jetzt gerade erstmal. Fährt auch an der Brücke vorbei, fährt weiter nach Süden. Vergesst, er ist halt schon so weit südlich. Ich fahre jetzt vorbei. Ja. Ich kürze es auch mal ab. Ja, mach ich auch mal. Wir fahren weiter, südlichste Straße. Und jetzt höher Mainland. Hui. Nein. Langsam. Jetzt an dem Offroad-Weg vorbei. Er wird wahrscheinlich seinen Speed-Vorteil ausspielen wollen, ne? Ja, ganz im Süden jetzt. Sag mal, wenn er Höhe Leuchtturm ist, bitte. Ja, wird ist er jetzt halt Leuchtturm in. Ich fahr rechts. 3 jetzt schon. 2. Jetzt ist er Leuchtturm. Ja, muss ja übelst abkürzen. Was? Fast Festival schon. Jetzt an den Dirtwegen. Ah, ich sehe es. Verdammt. Ich bin zu langsam. Wenn er das Festival reinfährt, wird er direkt Bescheid sagen. Oh Mann, ich wollte mal ausweichen. Er fährt den asphaltierten Weg lang. Fährt wieder im südlichen Gebiet die Asphaltstraße, die es da gibt, die quasi zur Burg führt. Fuck, zu spät gesehen, sorry. Wohin? Weiter südlich runter, also ist quasi Richtung im südlichen Hanade. Gebiet, im Süden. Jetzt genau. Der Kehre. Ja. Nein, hat's gesehen. Oh. Oh Gott! Fährt auf die Kehre zu, ist jetzt gleich in der Driftzone. Als Kardasonne schieße ich jetzt nicht unbedingt, aber. Ja, der nicht war. Hab ihn ein bisschen, sorry, auch in den Evo, aber. Alles gut. Ballust muss es immer mal geben. Jetzt hinten hin? Sehr gut. Ja, ich brauch noch zu lang. Jetzt. Ja, sehr gut. Ja. Fuck, da war noch eine Lücke. Da hat einer gefehlt. Er ist noch da. Jetzt zustellen, wenn es geht, hinten, ja. Ah, der kann sich aber wegdrücken. Drückt mich weg. Ja, der hat halt. Lass ihn mal wieder zurück, oder? Halt. Ja, das geht gerade schlecht. Er drückt mich selber weg, also. What? Ist jetzt blöd. Ja, hat mich halt auch weggedrückt. Gefahren. Er ist unten jetzt, ihr könnt hinterherfahren, ja. Ja. Oh. Das ist ein bisschen doof. Welche Richtung fährt er die Straße? Weiter Mainland wieder. Das Problem ist, ich werde da nicht dran bleiben können. Das Osten oder Westen? Ja, Richtung Westen. Ja, also er fährt wieder Richtung quasi, ja, sehr gut. Ach, Mann. Sehr gut. Ja, wow. Du bist aber gestriffen, ist okay. Und bei mir bist du durchgeghostet. Treffen nur die eigenen. Ah, aber er ist ein Ghost, deswegen sind Ghost-Treffer auch trotzdem Treffer. Aha. Und Level 42. Er sitzt da bei Leuchtturm vorbei bei der Einfahrt. Er fährt weiter Richtung quasi wieder Dorf und Festival. Okay, ich geh zum Festival. Mich aber im Festival. Er fährt weiter Richtung quasi Dörfchen Festival Reh, die Ecke. Ich sag gleich, ob er abbiegt oder nicht. Ja, biegt ab Richtung Rehkreuzung. Ein dunkler SUV? Ist jetzt eine von uns umgedreht? Ja. Also,
Ich hab auch noch. Ich versuche gegen den Baum. Fährt genau einer von kein uns. Genau kein Baum. Leuchtturm, ja. Ja, da ist auch der Ding. Er ist Reh, er ist immer noch Reh, fährt jetzt wieder zurück. Ja, dann einer an dem anderen dran bleiben und dann. Bleibt dran, okay. Au! Außer dir. Dann muss ich aber auch schon schauen. Ansage, wo ist der dann? Ja. Immer noch Reh Richtung Hauptkreuzung jetzt. Ist gleich Hauptkreuzung. Okay. Ja, gut. Sorry. Jetzt konnte ich mal schon. Ja. Ein Baum wäre geil, aber. Ja. Ah, wie nimmt dich? Bremst du Stück. Ah, fuck. Oh, jetzt bleib ich in diesem kleinen Pissbaum hängen. Ach Gott. Genau das sollte ihm passieren, nicht mir. Oh. Vorsicht, wir sind immer noch Rehen, fahren wieder zurück. Sorry, die Lautensage hat gefehlt. Da vorne in diesen Infostand, der ist glaube ich fest. Gegen den Baum, ey, das gibt's nicht, gegen keinen Baum, ey. Jetzt, oder? Ich hab's gegen den Baum. Oh, sorry an den Evo. Du hast das halt auf mich abgesehen, oder? Also bist du immer der gleiche Evo, ja, dann. Zum Sprung. Nee. Welchen Evo hab ich da erwischt? Jetzt den Baum. Ja, sehr schön. Endlich mal. Nein! Baum tut immer weh. Nichts zu spät. Wo ist er jetzt? Immer noch ein Baum. Voll, weg. Vorsicht, ich mach Frontalattacke. Ah, ja, so nicht. Dann halt festpinnen vielleicht. Oder jetzt halt zustellen. Ja, jetzt stehen bleiben. Zustellen, ja. Jetzt. Nicht jetzt drücken, nicht drücken. 22, ah, nee. 21, 24. Ja. Wo ist der andere? Gut, der andere fährt jetzt wieder die südlichste Straße Richtung Mainland. Und wohl nach wo? Okay. Biegt aber davor in dieses Offroad-Dreieck ab. Ich repariere mich nicht, ist mir jetzt egal. Ich muss da jetzt einfach ja, hin. Ja, mir auch. Macht er jetzt. Er fährt den kleinen Offroad-Weg zur Hairpin, wo er dann meint, er steht hier. Auf der Dreierkreuzung im Offroad. Fährt die andere Dreierkreuzung Richtung. Was ist denn das hier? Wenn mit dem Touareg einen. So eine, da geht so eine mittlere Offroad Dirtstraße durch. Was ist denn das hier? Ich weiß überhaupt nicht wo. Richtung Burg, glaube ich. Ja, ja, schon so weit. Richtung Burg. Westlich Burghaus kommen. Okay. Okay. Gerne Burg, ja, fährt weiter Richtung Burg. Jetzt westlich der Burg. Haben wir von Teilen? Ja. Er fährt in die Dirt-Umrundung von der Burg rein. Er ist langsam. Ja, der hat. Oh, ich hab ihn. Er hat irgendwie 6 Bar Turbo. Der erinnert mir den Aufbau. Jetzt, Haben noch einen Frontaltreffer? Richtung legendärer Sprung ganz kurz. Oh, der war gut. Da hat der Feuerwehrmann gelöscht. Oh. Oh, schade, ich wollte ihn ausbauen. Wasser noch. Ja, wie auch immer das weiß. Also mal kurz zu. Sorry. Ja, wir können ja ausbremsen eigentlich. Glaube ich sogar. Jetzt so schnell, wenn es geht. Ah, das war nicht gut. Okay. Der. Egal, kriegen wir aber hin. Warte, ich fahr davor. Oh, oder auch nicht. Oder wir drücken ihn in die Work-Ding rein. Weil da wird das, glaube ich, nicht überleben gegen uns. Schafft es jemand davor zu kommen? Ah. Ja, au! Fuck, wir drücken ihn leider eher drücken. Raus. Schiebt ihn noch ja, so geradeaus da vorne ins Meer. Problem ist, wir müssen. Du musst. Ja, egal. Warte, ich versuche ihn auszubremsen. Jetzt. Na, der kriegt die Mauer kaputt, scheiße. Okay, aber dann. Aber nicht, nee. Fuck! Ja. Ich bin zu weit gerutscht. Sonst hätte ich ihn halt gehabt. Ja, jetzt. Aha! 22, 23, 24, 25. Ja, sehr gut. Ja. Sauber! Nein, doch wir gestoppt. Haben nichts verlernt, sage ich dann mal dir. Gut, okay, dann sollte das die erste Runde gewesen sein. Und dann gibt es jetzt, oder vier der Cops hier werden zu Racern und die vier Racer werden zu Cops. Und dann schauen wir mal, wie die Runde läuft. Also, bis gleich. So, jetzt sind alle bereit, so wie es aussieht. Ne? Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Dann gebe ich Startsignal in 3, 2, 1, los. So, und damit geht's dann los in die zweite Runde. Racer sind jetzt Falk, K-Max, Lorenz, also nur 24-Stunden-Racer und meine Wenigkeit. Ich fahre hier im Aston Martin Vanquish Zagato Coupé, genau. Ich glaube, Falk fährt ein GTR, also ein Mercedes-Benz. GTS, verzeihung. Dann hatten wir noch einen Lancia dabei und eine Corvette. Ja.
Stingray Coupé. Ja, C8 halt. Stingray Coupé, genau. Mittelmotor jetzt und Allrad dabei. Darf man ja. Also richtig die OP-Karre. Mal richtig was Heftiges. Ich meine, ich muss hier irgendwie jetzt an die Legacy von den zwei Land Rover Range Rovern anknüpfen und ich meine, da ich schon kein OP-Fahrer bin, wie hier Ether und Falk. Eins. Und es geht los. Go. Ja. Heißt du, wie stark du. Also für uns gestern, euch liebe Zuschauer, jetzt schon das Spoiler, nächste Woche unbedingt auch wieder einschalten. Hat Falk heftig was gemacht. Was gerissen. Voll gestruggelt. Falk hat was richtig Heftiges gemacht. Ah, der war voll der heftige Racer, ey. Ihr habt mich aber auch, ja, Spoiler gut bekommen. Einmal. Zweimal. Und jetzt wird's pervers, jetzt lassen wir das auch. Warum ist der Landstreck gerade direkt vor mir aufgetaucht? Das weiß ich nicht. Ich fahre bei mir ganz normal rum. Ex. Freunde, fahren wir die ganzen Serpentinen zusammen hoch, oder was? Da bringe ich die Kippenstraße. Aber ich fahre außenrum hinten. Fahrt einfach auf der richtigen Straßenseite, wenn ihr nicht in der Verfolgung seid. Dann passt das schon. Wenn ihr in der Verfolgung seid, die, ansagen. Die richtige oder die richtige falsche? Die englische halt, die linke. Bitte schießt mich irgendjemand von der Klippenstraße runter, ich bin raus. Ja, doch bestimmt irgendjemand hin, oder? Ich fahre ja, erst zum Schluss. Die wird in der Regel am Anfang nicht überprüft, deswegen fahre ich da jetzt mal hin. Ja, und es dauert schön lange, die hochzufahren. Oh mein fucking Gott. Eigentlich muss man wieder hier Falk, so... Falk, soll ich zu dir kommen, Klippenstraße? Dann kann ich dich runterschützen. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Da ist ein Korb, da ist ein Korb. Ja, die, das werden wir dir nicht sagen, aber ich... Bist du runtergefallen? Du bist nicht runtergefallen. Es ist noch kein Chat-Symbol. Ja, warte, soll ich noch machen? Ja, wenn du ja, raus bist, du mal. Nein, das sagen wir. Ich würde ihm das verschweigen. Du hast eine Aufnahme, das kannst du nicht verschweigen, du Depp. Nein, er fährt nicht weiter, aber er sagt es jetzt nicht. Nee, ganz ehrlich, das musste eigentlich, damit die es wissen. Du musst es sagen. Ja, musste. Okay, dann mach ich es. Die werden sich halt dann auch wundern, was ist da passiert? Ach, die werden das sich schon denken. Wie lange war das zwischen? Oh Mann, ich hab dich als Parkenracer angekündigt, du. Hast du jetzt eigentlich den neuen Rekord gebrochen, oder? Wahrscheinlich. Nee, den erst. War ja gegen Ende der Klippenstraße. Nächste Woche werden wir sie nochmal brechen. Spoiler und so. Oh, Scheiße. Dein Kommentar. Oh. Peter, ja. Du hattest, glaube ich, für die Zeit dran. Ja, ich bin beim Startpunkt. Okay. Ja, so ist es. Ich fahr gerade so rum und denke mir nichts Böses. Und denke mir, so, war da nicht irgendwas? Wollte nicht frontal reinfahren, auch wenn ich mit dem Motor hab. Ja, muss gut. Nicht sein. Ich Falk ist ja erstmal raus. Das ist ja viel wichtig. Land Rover. Also wenn die uns so schnell alle nochmal bekommen, dann können wir wahrscheinlich vielleicht noch eine dritte Runde dranhängen, dass jeder mal Racer war. Wäre doch auch nicht so schlimm, hey. Oder? Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gerade gebraucht vorher in der Kopfrunde. 14 Minuten. Wir schmeißen uns alle einfach die Klippenstraße runter und passt dann. So, ich bin beim Leuchtturm. Ich kann meinen Leuchtturm umrunden. Ein bisschen Offroad vom Weg, aber muss sein. Und einfach nur dumm. Peter, magst du ein bisschen weiter ansagen oder so hinfährst? Ich bin jetzt gerade Rehstraße, aber ich werde hier gerade die ganze Zeit Offroad geschoben. Wie soll ich denn da wieder zurückkommen? Ich fahre jetzt nach Westen, also Hauptkreuzung Richtung Westen. Wenn ich mal... ich habe keine Ahnung, wo ich dann langfahre. Ich habe keine Lust, ins Festival zu fahren, also fahre ich Serpentin hoch. Ey. Wenn ich mal in der Verfolgung bin, brauche ich schon einen Range Rover, um das ein bisschen zu überleben. Ohne den wird es schwer. Dann fahren wir mal auf den Schneckenberg rauf. Was, du fährst jetzt die Serpentin hoch? Ich fahre jetzt Serpentin hoch, ja, also fahr da lieber. Okay. Eigentlich soll man ja nicht im Kreis fahren, aber ich fahre nochmal Klippenstraße. Okay, Max, schmeiß dich doch mal da runter. Nein.
Mir hat das von gestern schon gereicht. Am Schluss wieder die erste und die einzige Verfolgung. Okay. Ja, wir sind schon 5 Minuten unterwegs, also es kann nur besser werden. Bitte überlebt das nochmal 5 Minuten. Ah, das ist voll. War das eine richtig dumme Idee, die Serpentine hochzufahren mit beiden Cayennes am Arsch? Ne? Ja. Nein, nein, nein. Ich doch schon den da kommen und das ist wieder die gleiche Stelle, sonst wie auch immer. Doch das Kotzen, ey. Nein! Ernsthaft? Ja, diese blöde, diese komische Felswand, die hier auf den Serpentinen ist. Jedes Mal werde ich da reingeschoben. Ja. Na gut. Jetzt bin ich halt im Wiederkriegens, da will ich eigentlich jetzt nicht. Nur zum Verständnis, Falk, bist du raus, oder? Ja, bin ich. Ja, okay. Die Klippenstraße runtergefallen. Aha. Ich war trotzdem ein Schneckenberg hoch. Wo ist es in der Nähe? Hinterher mit der Drohne. Ey, wie viele Randoms man sieht. Meinst du, die Drohne reicht bis oben? Die reicht doch hier fast über die ganze Karte. Woher habe ich über 10% Motorschaden? Also 3,7. Das ist ein Rennwagen Offroad, was erwartest du? Also ein Sportwagen. Hallo. Also, wo war denn die Drohne? Erste Seite unten links. Ah. Alles ist erste Seite unten links. Streamer-Modus ist erste Seite unten links. Gefühlt schon, ja. Da ist schon jemand. Wenn ich richtig platziere, dann kann ich genau Lorenz seine Sicht haben, oder? Also ohne Hut natürlich, aber. Das ist so die Frage. Wenn ich jetzt runterfahre und einen Cayenne direkt hochfährt, könnte ich vorbeischlüpfen. Weil die werden garantiert wieder hier hochfahren zum Ausschau. Kannst du auch da die Klippe runterfallen? Wenn Flashbacks. Falk, bist du auch bei Lorenz gerade? Ja, ja. Ja, dann kann ich ja zu Camus wechseln. Wo bist du gerade? Obersten Punkt der Serpentinen, gerade aus der Klippenstraße rausgefahren, fahre jetzt Richtung Drift Club. Du bist immer noch da oben? Ja, ihr seid ja da hochgekommen, da konnte ich da nicht runterfahren, deswegen bin ich halt in die Klippenstraße gefahren. Ich erwarten können, dass ich da wieder an Felsen lande. Nein, alles gut. Also, der weiße Landschaden, Schnee. Ein herrliches Bild. Irgendwie Motorschaden oder bist du nur so langsam? Ich bin so langsam, mit Absicht. Schneckenberg überlebt. So ein geiles Bild, auf alle Fälle. Meint ihr, man schafft es, jede Straße einmal abzufahren? Während einer CV-Runde? Jo. Also bei mir scheitert es schon mal an der Klippenstraße. Ja, aber dafür kannst ja nur du was. Das ist dir halt als letztes so. Heute, was ich jetzt mache, ich fahre aber die Klippenstraße. Ne, da oben kommt ein Kopf. Wo kommt ein Kopf? Da oben. Und ein Lancia! Ja! Ja. Oh, da ist der Kopf. Er hat mich nicht gesehen! Das ist die komisch. Die jetzt hat mich. Das glaub ich jetzt nicht. Na, oder du bist bei ihm auch nicht aufgetaucht, so wie bei mir. Okay, das wäre aber echt seltsam in Forza Horizon 4. Also. Naja, ich habe mich ja hier in der Gruppe getarnt. Ja, Gruppe. Ja, gut, jetzt sind sie ja in Gruppe. Gruppe besteht aus einem Golf und einer Drohne. Geronimo, natürlich. Irgendwo muss ich ja mein Offroad-Fahrwerk nutzen. Das. Wir müssen bloß aus der Driftzone raus, weil hier sind die anderen Autos geghostet. Komm, fahrt mal ein bisschen schneller da. Jetzt ist vor dir gerade ein Transit bei mir aufgetaucht. War der schon die ganze Zeit da? Der ist die ganze Zeit da. Geil, taucht der jetzt bei mir auf. Da ist nämlich einmal auch mein Speed-Vorteil hier. Du siehst mich nicht. Ja. Aber eigentlich... Ah, nee, das ist ein Passant.
Ja. Stark. No panic. Oh, jetzt biegen alle ab. Müsste so ein Cayenne von hinten kommen und dich direkt in den Transporter verladen. Aha. Oh, Lorenz ist bei mir weg. Der fährt über die Workquad. Der hat abgebogen. Macht er ganz genius Tactics. Wohin gehen die Drohne? Ich wollte ja auch nochmal über die. Bergpass. Wo stehst du denn, Falk? Beim Startpunkt. Ja, da stehe ich auch. Dann ist so ein bisschen das südliche Gebiet ist dann nicht mit drin. Ja. Also haltet euch fern davon. Es geht hier um Filmreifen, ja. Kameradrohnenaufnahmen. Dem Golffahrer vor nein, mir sagen. Nein! Der war zu gut. Alter Schwede. Ah, sorry. Ja. Nicht dein Ernst. Keine Chance. Was passiert? Der K-Max fährt gerade vom Startpunkt nach Westen aus die Straße runter. Brutal. Also der eine hat mich halt hinten geschnitten, ich habe nach hinten geschaut, dann ist noch einer von der Seite gekommen. Also K-Max, du hast jetzt mich wirklich in so eine Ecke reingeboxt. Noch 9 Minuten knapp? Ja, und noch 9 Minuten bis zur Overtime. Wir glauben an dich. Mhm. Yay. Du bist jetzt auch mit Kameradrohnen wahrscheinlich überwacht bis zum... Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht auf der Minimap. Ich sehe ihn auch und ich sehe noch was anderes, aber das sage ich nicht. Ist er da hinten? Nein, er fährt jetzt gerade zur westlichsten Straße. Bisschen überm Festival. Ach da. Genau. Du schleichst da rum. Tarne mich im Verkehr. Der nicht da ist. Lancia Delta. Doch, da ist ein Golf davor. Nö, da ist kein Verkehr. Lancia Delta mit Rallye-Streifen drauf. Der vertarnt sich im Verkehr. Nicht stehen bleiben, ich darf nicht stehen bleiben, Herrgott. Gott sei Dank. Wer ist schon wieder Serpentino? Fährst du eigentlich nur im Kreis oder was? Nee, ich war jetzt einfach halb über die Map drüber, aber ich halte mich halt an das Gölfchen hier. Ein Tempomat mit Radarabstandsmessung wäre halt geil. Oh nein, Horizon 5 kann gleich. Das ist so geil, wenn du in der Ferne einfach etwas siehst. Technisches Detail, Horizon 5 kann Tastatur und Controllergabe gleichzeitig erkennen. Horizon 4 kann nur eins von beiden, weil meine rechte Bumper, der für den Turbo von der Drohne zuständig ist, ist ja nicht mehr ganz so der neueste, der frischeste. Deswegen habe ich in Horizon 5 immer auf der Leertaste ein Turbo und mit dem Controller steuere ich halt. Das funktioniert halt in Horizon 4 nicht. Langsamer Wert. So langsam wie hier dieser Launch. Ja, man kommt überhaupt nicht hinterher mit der Drohne. Das ist echt krass. Ja. Total. Bewegt den Stick echt nur so 50%. Du weißt, dass du nicht langsam als 30 fahren sollst. Irgendwie so war das. Ich fahre 40. Tatsächlich. Aber du musst doch auf deine Reifen aufpassen, ne? Der Reifenverschleiß. Ach nee, warte. Nein, was macht dieser Golf? Jetzt wird der langsamer, der Sack. Pass auf, dass deine Reifen nicht überhitzen. Ich habe jetzt leider keine Zeit, meine Reifentemperatur zu inspizieren. Nicht einmal aussteigen, Thermometer ran. Bei diesen Höllengeschwindigkeiten, die du fährst, können die ja gar nicht mehr kalt sein. Also, ich habe 34 Grad rundum. Das ist kurz vor Fieber, ne? Unterkühlung. Ah, da kommt was entgegen. Passant, oder was ist das für das alten Autos, die wir in FA4 noch hatten? Ich sehe nix an Verkehr. Ich sehe auch keinen Golf vor dir, sorry. Nee, der Golf, den habe ich jetzt überholen müssen, weil er so gebremst hat, dass ich unter die Geschwindigkeitslimit gekommen bin. Hat er den nicht gesehen? Das ist dein Ernst? Wow. Wenn er mir gleich hier entgegenschießt, dann hat er mich gesehen. Wo der nimmt an, das wissen wir nicht. Ich will mal ganz kurz Namen. Namen habe ich aus. Wer ist das? Vielleicht komme ich hinterher und kann aufs Nummernschild schauen. Ja, das müsste Ray gewesen sein, weil er hat das Design bei mir. Was? Jemand ohne Nummernschild. Immer.
Oh Mann. Anders als hier, voll legal, unser K-Max. Der immer noch hier. Rumcruised. Jetzt auf den Bohrer draufgefahren ist, den er nicht gesehen hat, oder was? Da war kein Bohrer. Nee. Bei mir ist da ein Bohrer gefahren. Du willst nicht völlig die Klippenstraße fahren und da runterfallen? Nein, vor allem da fahren keine Passanten. Das kann ich nicht als legit verkaufen. Aber wenn ich... Nee, du fährst ja nur vorsichtig, nicht, dass dir das gleiche passiert wie Falk. Ja, ne? Boah, Alter. Warte, wer ist das? Das ist Maxi, der wird das gecheckt haben. Jetzt solltest du Gas geben. Wie eine Turbo-Taste Klippenstraße, drücken. Klippenstraße. Oh, tatsächlich. Ja. Da will er die Fähigkeiten des Deltas, des Lunchers auspacken. Und jetzt ein Evo runterschmeißen. Darf ich das? Natürlich. Ja. Links an der Wand halten, anbremsen, schauen, dass der Evo rechts neben dich zieht, damit er, wenn er denkt, er kann dir in die Wand schießen. Und dann gehst du ihn runter. Wird schon sehr schief gehen, oder? Es wird niemals schief gehen. Nee. Vielleicht tausendmal nicht probiert und tausendmal. Ich habe ein Handbuch drüber geschrieben, aber immer funktioniert es. Ja, jetzt falle ich mit der Drohne fast runter. Was? Oder du setzt den Kopf in der Steinwand fest. Ich fliege mit der Drohne runter. Gutes Pit-Manöver von Maxi. Ich bin mit der Drohne runtergefallen. Jetzt, wo es spannend wird. Komm, mach schnell. Da geht die Clickrate runter. Oh nein, ich bin mit der Drohne runtergefallen. Ja, okay. Ich bin exklusiv jetzt hier mit dem Launcher dran. Ne? Im Notfall schau dir in die Beschreibung, da ist die andere Sicht dran, in der es auch spannend ist. Das andere sind nur Landschaftsaufnahmen. Wehe, ihr Klippe bei runtergefallen. Falk drauf. Nee, ich bin runtergefallen. Er hat meinen Spoiler weggefahren, der Sack. Das zahlt er mir nachher. Der Porsche oder der Mitsubishi? Der Mitsubishi war's. Oh, das wird teuer. 20%. Ach, war da gut abgekürzt? Ja. Ist der Weg zur Straße, es passt einfach den. 3 Minuten mitnehmen. Bis Overtime. 3 Minuten bis Overtime. You can do dann it. Noch 5 Minuten in der Overtime. Auf geht's. Nee, warte, dann sind wir auch bei 17 Minuten. Als 1 Minute und wir haben länger durchgehalten. Wir müssen ja gar nicht in die Overtime. Rein technisch gesehen haben sie bloß 3 bekommen. Sie haben, wenn sie dich bekommen, 4 bekommen, aber nur 3 festgesetzt. So muss man es korrekt formulieren. Ja. Deshalb hättest du es nicht sagen sollen, dass sie jetzt denken, dass sie noch 2 kriegen müssen und dann ein bisschen aufteilen. Ah, nee. Das ist ein K-Max. Oh, ja, sehr schön. Auf geht's, weiter. Let's go. K-Max for President. Lass ihn nicht in die Steine rüben. Oh, die Steine sind jetzt. Gut gerettet. Und weiter geht's. Weiter geht's. Wieder zur Straße nach links. Das ist. Als wow, nicht. Wo ist die Straße? Ja, passt. Da ist sie. Aber das sah mal gut aus. Hat einer heimlich geübt. Können wir gleich alle nicht wirklich. Okay, dann ist Anfängerglück. Boah, ich wieg halt einfach überhaupt nichts. Aber das machst du richtig gut. Das sind jetzt richtig jetzt die letzte jetzt Minute jetzt von der den, Uhr. Den Sprung, wie lange ist Sprung? Es noch? Ja, den Sprung nehme ich auf jeden Minuten. Fall. Also wir haben, wenn Sie mich 17, lassen. Wir sind bei 18,5 Minuten. Ja. Überleben. Ja, sehr nicht. Gut. Doch. Oh. Das ist rausgelöst. Oh, nein, nicht. Bitte auf den Rädern, bitte. Ja, oh, weiter geht's. Auf geht's. Okay, Max. Let's go. Kein Baum. Nein. Hey, der Baum schwebt bei mir. Ja. Wie viel Motor? Okay. Ist vorbei. Haben die Cops schon eben die Bäume rausgepackt, natürlich. Ich habe alles 100% und zwar komplett alles. Jo, richtig stark gefahren, aber. Richtig gut gefahren. Ja. Ja. Wer macht dann die ab? Machen wir noch eine dritte Runde? Ich weiß es nicht. Nee, sicher nicht. Es waren 2 fast volle Runden. Das, glaube ich, ist genug für heute. Falls noch eine Runde kommt, machen wir jetzt einen Cut.
Und falls keine Runde mehr kommt, ist das jetzt die Abendmod. Ich bedanke mich bei jedem, der eingeschaltet hat. Wir hatten jetzt dort, obwohl ein paar Leute sehr früh, sehr schnell, nicht so lange verfolgt wurden, eine richtig coole Runde gehabt mit richtig coolen Drohnen-Shots auch. Und ja, manchmal hat man auch nur eine Klippe gesehen. Da müsste man dann in die Beschreibung bei den anderen vorbeischauen, wenn man da die Action komplett verfolgen will. Das ist schon alles. Dann wünsche ich einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.